Was geht ab, Leute? Ich bin Dan218 und herzlich willkommen zurück zu diesem neuen Video. Dieses Mal machen wir das SpongeBob Quiz. Also ich teste mein Wissen bei im SpongeBob Quiz. Ich benutze hier für die Seite testedich.de. Ne? Okay, auf jeden Fall gucken wir mal nach, wie das Quiz ist. Also erstmal hier der Text unten. Der neue SpongeBob Quiz nur für SpongeBob-Fans. Wollt ihr wissen, ob ihr wirklich SpongeBob-Fans seid? Dann testet es hier in diesem Test. Also, ich denke ja schon, dass ich eigentlich ein SpongeBob-Fan sein muss, weil ich meine, ich gucke es auch gerade, ehrlich gesagt, aber lautlos und sonst was. Also gut. Nein, übrigens, das wird das Quiz auf jeden Fall nicht beeinflussen. Will ich nur kurz dafür sagen. Okay, auf jeden Fall, deshalb fangen wir mal an. Wie heißt SpongeBob mit Nachnamen? Toilettenkopf, Schwammkopf, Salatkopf, Duschkopf, Mauskopf. Also ganz im Ernst, das ist so einfach, Leute. Und zwar, es ist Toilettenkopf. Nein, Leute, nein, natürlich nicht. Das ist, wenn man das Intro kennt, wer wohnt denn an Ananas? Ganz sicher, SpongeBob Schwammkopf. Denn es ist nämlich SpongeBob Schwammkopf. Im Englischen übrigens heißt er SquarePants. Also Quadrathose. Okay, wie heißt SpongeBob bester Freund? Wilhelm, Patrick, Pommes Panzer, Günther, Chef. Pommes Panzer. Nein, natürlich ist es Patrick Star. Der mittlerweile seine eigene Serie hat übrigens. In welcher Stadt wohnen SpongeBob und Co.? Pizzeria Land, Bikini Bottom, Bockwurst Town, Burgerball, Pommes World. Natürlich Bikini Bottom. Was übrigens am Bikini-Atoll liegt, habt ihr das gewusst, dass das SpongeBob tatsächlich an dieser alten, also bei dieser, also am Bikini-Atoll liegt, wo früher die Atombombentests waren? Lol, oder? Okay. Wie heißt der immer schlechte, gelaunte Nachbar von und der beste Freund von SpongeBob? Warte, also wie heißt der? Jetzt geht's um zwei. Natürlich lese ich auch wieder die Fragen vor. Nein. Thaddeus und Patrick. Meer und Frau Mann und Blauer Spube. Mrs. Puff und Mr. Krabs. Plankton und Sandy. Larry und Gary. Also, das unterste. Also, Larry ist ja dieser Muskelhummer. Gary ist seine Schnecke, sozusagen. Eigentlich seine Katze. Plankton ist der böse Wissenschaftler. Ne? Und Sandy ist die gute Wissenschaftlerin. Mrs. Puff ist seine Fahrschullehrerin. Mr. Krabs ist sein Boss. Meerjungfrau Mann ist ein Superheld, ich glaube, der auf Aquaman basiert, und Blauberspube ist sein Partner. Natürlich, ich kann natürlich die Antwort, und ihr? Richtig, es sind natürlich Thaddeus und Patrick. Mit wem übt SpongeBob immer Karate? Sandy. Welche Farben haben SpongeBob und Sandys Karateanzüge? Gold und Braun, Rot und Grün, Blau und Gelb, Rosa und Silber, Weiß und Lila. Rot und Grün. Das ist Rot und Grün. Das sieht man auch vor allem auch in den alten Folgen, da haben sie ja richtig oft gerade Ich finde es schade, dass sie dies aus den heutigen Folgen da sich entfernt haben, dass sie das ja gar nicht mehr machen. Also ich habe in den letzten, also ich habe immer mehr in die neuen Folgen reingeschaut und sowas nicht gesehen. Okay, ist SpongeBob ein Pommes, Schwamm, Waffel, Pizza, Besen, Schwamm? Patrick ist ein Fisch, Stein, Stift, Schokolade, Stern. Mr. Krabs ist eine Maus, ein Schuh, eine Ente, ein Bett, eine Krabbe. Sandy ist ein Staubsauger, Eidechse, Eichhörnchen, Hai. Was ist SpongeBob Jobs und was macht SpongeBob gern? Burgerbrater und Quallenfischen, Geschäftsmann und Handball, Barkeeper und Football, Stewardess und Fußball, Müllmann und Tennis. Burgerbrater und, also ich habe
Burger, also er ist ein Burgerbrater und natürlich tut er gerne Quallen fischen. Was versucht Plankton immer zu stehlen? Die Salzformel, die Pfefferformel, die Krabbenburgerformel, die Toilettenformel. Was hat der mit seinen Toiletten die ganze Zeit? Wie heißt Mr. Krabs Tochter? Perla, Pearl, Yen, Duschgel, Sabrina. Duschgel. Also ich muss sagen, das ist richtig gemein. Diese Frage ist richtig gemein. Warum? Theoretisch würden die beiden oberen Antworten passen, weil im Deutschen heißt er nämlich Perla, im Englischen aber Pearl. Okay, wie heißt der grüne Geist, der in manchen Folgen auftaucht? Der fliegende Schweizer, der fliegende Spanier, der fliegende Italiener, der fliegende Deutsche, der fliegende Holländer. Ich hätte eine Szene immer noch beste, wenn hier Mr. Krabs, wenn der sagt, ich bin nicht Eugene Kett, ich bin Benjamin, Benjamin Blümchen. Das war eine der besten Szenen einfach. Also es war eine der besten, also es war eine von vielen besten. Okay. Wie heißen SpongeBobs, Patricks und Thaddäus Schnecken? Tiki Lee. SpongeBob, Patrick, Sandy, Gary, Rocky, Schnelli, Klein, Groß, Dick, Freddy, Steini, Langsam. Also erstens, Patrick hatte keine Schnecke. Das war ein Stein. Und ja, die hießen Gary, Rocky und Schnelli. Also Gary ist ja die Schnecke von SpongeBob, das wissen wir alles. Den sein Haus, die Hallo. Und Patrick hatte damals in dieser Folge mit dem Schneckenrennen einen Stein, der komischerweise gewonnen hat. Das weiß ich noch bis heute. Dieser Stein hat einfach gewonnen. Und Thaddäus hatte da damals Schnelli. Keine Ahnung, was mit der passiert ist. Wie heißt das Restaurant von Mr. Krabs? Kuschelkrabbe, große Krabbe, leckere Krabbe, weiche Krabbe, süße Krabbe. Also in einer Folge hieß es ja Kuschelkrabbe, aber in den meisten Folgen heißt es Krosse Krabbe. Wie heißt das Restaurant von Plankton? Die Toilette. Was also, was hat der mit seinen Toiletten? Da steht die ganze Toiletten. Okay. Die Toilette, das Bier, die Uhr, der Abfalleimer, der Fische. Die Auswertung. Achso, das war's schon. Komm, ich habe schon eh alles richtig. Das war zu einfach, ganz im Ernst. Das war zu einfach. Ja. 17 von 17 Fragen richtig beantwortet. Ja, Leute, aber auch ganz im Ernst. Das war einfach. So gut, ich hab jede Antwort richtig. Ja, aber wie gesagt, das war tatsächlich kein anstrengendes Quiz, was ich, sagen wir mal, irgendwie schade finde. Sozusagen, es war ja das Standardwissen, wenn man es so sieht. Es war eigentlich nur das Standardwissen von SpongeBob. Ja, aber nicht irgendwie zum Beispiel bestimmte Dinge, die wirklich nur manche, wirklich so richtige Fans wissen. Das, wie gesagt, war das Standardwissen. Das weiß man auch, wenn man eigentlich kein Fan ist. Wie die heißen und was die alles sind oder so. Das war, sorry, aber das war zu einfach. Du hättest zum Beispiel hier auch Inhalte aus Folgen so nehmen müssen, manche Dinge. Ja. Dann, ja. Dann hätte es Ärger gehabt. Aber auf jeden Fall, das war's für den Video. Bis zum nächsten Mal. Falls euch dieses Video gefallen haben sollte, dann lasst doch ein Like da. Und wenn euch meine anderen Videos gefallen, dann abonniert diesen Kanal und drückt auf die Glocke, um kein neues Video zu verpassen. Und schreibt doch in die Kommentare, zu was ich als nächstes ein Quiz machen soll. So hier irgendwie. Also ihr wisst, das ist jetzt hier auch mein komplett neuestes Format. Übrigens, dank jemandem weiß ich, dass man das Format nennt. Also muss ich nicht aber nur Videoreihe sagen, sondern ich kann es wirklich Format nennen.
Danke, auf jeden Fall. Also auf jeden Fall, das ist mein neues, also hier ist mein neues Format, was ich vergessen habe zu sagen. Das heißt Quiz. Ich mache jetzt mich in Zukunft auch Quiz, teste mein Wissen und ihr könnt auch gegenseitig euer Quiz, euer Wissen testen. Also ihr könnt euch zum Beispiel eben nebenbei ja, mit euren Freunden oder Geschwistern oder auch oder sonst irgendjemanden mal zusammensetzen und dann nebenbei auch das so Quiz machen. Ne? Auf jeden Fall, das war's mit dem Video. Bis zum nächsten Mal.